Nachdem wir die Hälfte geschafft haben, gibt es zur Wiederholung eine kleine Aufgabe. Angesteuert werden soll eine RGB-LED, die im Prinzip aus drei LEDs, Rot, Grün und Blau, besteht. Und das über drei Potentiometer, mit denen wir dann jede Farbe einzeln einstellen können und diverse Mischfarben erzeugen. Wie müssen Schaltung und Sketch aussehen? Dazu das Video jetzt einfach mal kurz anhalten und selbst nachdenken. Die LEDs haben eine gemeinsame Kathode, die gehört an Masse. Die Anoden kommen über die Vorwiderstände an drei PWM-Ausgänge, zum Beispiel 9 bis 11. Die Potentiometer hängen an Masse, Betriebsspannung und die Schleifer an den Eingängen A0 bis A2. Da die Ausgänge in 256 Stufen einstellbar sind, lassen sich theoretisch 256 hoch 3, also 16,7 Millionen Farben einstellen. Zum Programm. Die Anschlüsse 9 bis 11 werden als Ausgang konfiguriert. Die eingelesenen Werte können wir nicht direkt an die Ausgänge weitergeben, da die Werte von 0 bis 1023 gehen. Wir müssen sie erst umrechnen. In dem Fall reicht es, die Werte einfach durch 4 zu teilen. Und dann die Ausgänge damit zu steuern. Der erste Regler ist für Rot, der zweite für Grün und der dritte für Blau. Und wir können sie beliebig mischen. Die Umrechnung war jetzt relativ einfach. Es gibt aber auch eine Funktion, die beliebige Wertebereiche ineinander umrechnen kann. Also auch minus 100 bis minus 50 in Werte zwischen 8 bis 28 zum Beispiel. Und die heißt Map. Sie erwartet 5 Übergabewerte. Zuerst der Wert, der umgerechnet werden soll. Dann die Grenzen des Anfangsbereiches und die Grenzen des Ergebnisbereiches. In unserem Programm würde das so aussehen. Der eingelesene Wert von 0 bis 1023 soll umgerechnet werden in einen Wert zwischen 0 und 255. Fall für heute gelöst. Morgen geht's weiter. Bis dann.